alle lieben. Wir sind am Ende eines Jahres. Wir haben zurzeit die Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Hier im Allgäu wird das schon traditionell praktisch mit Räuchern gefeiert. Und die Rauhnächte, das bedeutet, dass praktisch der Schleier zur Anderswelt etwas dünner ist als sonst. Und deswegen bietet sich da an in dieser Zeit, also jetzt so um Silvester, Neujahr rum, ja, eine Jahreskarte zu ziehen. Was ist eine Jahreskarte? Eine Jahreskarte, die zeigt euch, ist eine Karte aus dem Kartendeck, das könnt ihr aus Tarot machen oder aus Lenormand oder Kipper oder was ihr auch immer benutzt, die euch sozusagen das Grundthema des Jahres anzeigt und das euch anzeigt auch, wie man denn damit dann umgehen kann mit diesem Grundthema. Ich bin Susanne Matzkat-Wader, ich gebe Kipperkartenkurse und Tarotkartenkurse und ich zeige euch heute anhand der Tarotkarten, wie man eine Jahreskarte gut für sich sozusagen als Erste-Hilfe-Tool nutzen kann. Ich habe euch mitgebracht eine Karte aus der Großen Arkana. Also ich persönlich mache das so, dass ich aus der 22 Großen Arkana von diesen Karten nur aus dem Tarotdeck eine Karte ziehe, die sozusagen mein Thema sein soll. Und ich habe euch heute eine Karte mitgebracht, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick, naja, irgendwie schwierig wirkt. Ja? Ich habe die Karte der Tod dabei für euch. So, jetzt muss man erstmal wissen, dass die Karte der Tod nicht bedeutet, dass jetzt alle Leute um euch herum sterben, gell? Bitte nicht, dass ihr jetzt Angst kriegt, wenn ihr die Karte zieht. Das gilt auch für Kipper und für Lenormand. Nein, darum geht's nicht. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es geht um das Thema Loslassen, ja? Loslassen bedeutet praktisch mit der Vergangenheit aufräumen, belastendes Loslassen, damit ich Platz für Neues schaffen kann. Übersetzt heißt das also, wenn ihr diese Karte der Tod zum Beispiel zieht, dann ist in diesem Jahr einfach für euch angesagt, dass ihr immer wieder überprüft, wo ihr Altes loslassen könnt, sollt oder müsst, um den Raum für Neues zu schaffen. Das ist jetzt aber wirklich ein Prozess. Ja, also stellt euch vor, ihr habt eine Beziehung und die Beziehung geht zu Ende. Dann habt ihr nicht sofort am nächsten Tag eine neue Beziehung, sondern es braucht eine Zeit, die Vergangenheit zu verarbeiten und dann eben eine Zeit, sich wieder zu regenerieren, vielleicht sich neue Sachen zu überlegen, also neue Beziehungswerte, um dann wieder eine Beziehung zu starten. Also dann wäre das jetzt nicht unbedingt ein Jahr, wo ich jetzt da ganz viel verreiß und die neuesten Projekte mache, sondern eher, dass ich Dinge beende. Ja, jetzt, wenn ich etwas beende, ist es ja oft so, dass man entweder das Ende als Befreiung sieht und sagt, boah, Gott sei Dank bin ich das los, ja, zum Beispiel einen ungeliebten Arbeitsplatz. Oft wird das Ende aber auch als sehr verlustreich und negativ erlebt, ja. Und vielleicht hilft euch dann eben gerade dieser Spruch nochmal. Ich schaffe Platz für Neues, ich räume mit der Vergangenheit auf und ich gewähre mir auch die Zeit sozusagen, so mich zu regenerieren, ja. Also das ist auch eine große Erleuchtungskarte, die Karte der Tod. Und für diese Erleuchtung braucht es einfach auch so eine Art spirituelle Heilzeit, eine Regenerationszeit, ja. Wenn ihr die Karte der Tod habt, dann seid bitte nicht verunsichert, ja. Es ist nicht die schönste Kraft, die wir uns wünschen. Wir wollen ja immer alle glücklich sein und was weiß ich alles erleben, sondern es ist einfach eine Kraft, die dieses Jahr bei euch ist und die halt zu euch gehört und mit der ihr ja umgehen lernen könnt, ja. Es geht ja immer um die Bewertung eines Schicksals. Ob ich etwas eben herbeisehne oder befürchte, hat ja was mit meiner inneren Einstellung zu tun. Und meine innere Einstellung zum Beispiel kann ich ja auch immer sterben lassen, die alte innere Einstellung, ja, und eine neue kommen lassen. Jetzt haben wir also eine Karte gezogen, die so fürs ganze Jahr gilt. Wenn ihr jetzt ganz einfach in diesem Jahr Schwierigkeiten habt, dann erinnert ihr euch dran, okay, ich schaffe Platz für Neues. So, man kann gleichzeitig zum Beispiel auch noch eine zweite Karte ziehen, also zum Beispiel auf den Impuls, der jetzt vernachlässigbar ist, was ich in diesem Jahr nicht mehr unbedingt brauche, ja, was vielleicht im Jahr zuvor wichtig war oder so, oder was jetzt einfach jetzt gerade nicht auf dem Tablett steht. Und da habe ich jetzt heute dabei die Karte der Herrscherin, ja. Die Herrscherin, das ist genau das Gegenteil vom Tod. Bei der Herrscherin, da geht's um was Neues, um was Kreatives, um Potenzialentfaltung, um Wachstum, um, ja, größer werden, ja. Das ist also eine ganz andere Qualität als die Karte der Tod. Das seht ihr, das spürt ihr, ja. Ich habe übrigens zu beiden Karten schon ein Video gedreht, schaut einfach nach bei der Herrscherin oder schaut nach beim Tod, ja. Und jetzt seht ihr schon, okay,
Also, ich soll in diesem Jahr praktisch jetzt nicht unbedingt den Fokus legen auf Wachstum, sondern eher den Fokus auf eben belastendes altes Loswerden. Ihr könnt diese Jahreskarte vielleicht euch einfach wo aufschreiben und dann immer wieder mal notieren während des Jahres, was ist denn passiert, ja, wo ich einen kleinen oder größeren Tod sterben musste, durfte, sollte. Wer jetzt das noch genauer will, ja, der kann auch diese Jahreskarten runterbrechen auf Monatskarten. Das, was wir jetzt gerade eben gemacht haben, also eine Jahreskarte sozusagen das Grundthema, die Hauptkraft und gleichzeitig der nicht mehr so wichtige Impuls, also das war in dem Fall die Herrscherin, könnt ihr natürlich auch monatsweise machen. Ja, ihr könnt monatsweise aus der 22 großen Arkane oder aus euren eigenen Kartendecks eine Karte ziehen für den, sag mal, Impuls, der jetzt wichtig ist und für den Impuls, der jetzt nicht mehr so wichtig ist. Da hat man dann schon so ganz gute Eckpunkte, wo man sich da so an entlang lavieren kann. In meinen Kursen, da habe ich für alle Unterlagen, also sowohl für die Kipperkarten als auch für die Tarotkarten, jeweils eine Affirmation. Ja, also zum Beispiel, was ich euch schon gesagt habe, beim Tod, ich schaffe Platz für Neues, ich lasse Altes, Belastendes los. Ja, und hier nochmal, stellt euch vor, ihr seid ein Glas, ja, und das Glas. Oder ihr habt ein Glas und das Glas ist voll gefüllt. Und jetzt will was Neues rein. Aber bevor was Neues rein kann, muss ich ja erst die Flüssigkeit aus dem Glas irgendwie wegtun. Ja, sonst kann nichts Neues kommen. Es kann nie was Neues kommen, wenn nicht das Alte weggeht. Und eins gewisses Neue kommt immer. Ja, und ich wollte euch nur sagen, ich habe also in meinen Kursunterlagen jeweils die Affirmationen zu den Karten. Vielleicht interessiert euch das. Vielleicht wollt ihr da nächstes Jahr einsteigen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Online-Kurs treffen würden. Ich mache das also 1:1. Ich mache mit dir Termine aus. 6 Stück sind das jeweils, wo wir dann ganz genau auf diese Karten eingehen, auf die jeweiligen Affirmationen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ich freue mich auf euch im nächsten Jahr. Ich freue mich auch über ein Gefällt mir und ein Abo. Bis bald mal wieder.